Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit Media Man gleich. Ja, und wir müssen jetzt hier noch zusehen, dass wir tatsächlich, ja, Gilde Nummer 2 scheint gegen Monokuma auch zu gewinnen, was richtig, richtig geil ist. Und dann sehen wir doch mal zu, dass wir das auch durchziehen hier. Das wäre doch mega nice, oder? So, also hier haben wir jetzt Peter. Nehmen wir den mit rein. Und dann haben wir hier einen Bob. Gegen Kylie ist sexy. Ja, Mann. Kylie ist sexy. Sexy Lady. So. Nächstes Match. Na, die kämpfen auch noch. Ist nicht gerade die beste Voraussetzung, das zu gewinnen. Aber schauen wir mal, was bei rauskommt. Hier haben wir den berauschten Legman. Ich versuche jetzt mal mit dem Oktoberbräu noch ein paar Pünktchen drauf zu kriegen. Genau. Jawohl, jetzt sieht die Sache doch schon deutlich viel besser aus. Jetzt noch den nebendran. Und dann haben wir es mit einer glatten 100 geschafft. Ja, Mann. So. Wäre auf jeden Fall sensationell, wenn wir das gewinnen würden. Hier starte ich jetzt mal mit einem Hank Hill. Und nee, den mache ich nicht. Dafür mache ich den da. She Mask. Und dann haben wir hier einen Bobby. Und jetzt haben wir den da. So, und das Match ist gewonnen. Geilo. So, wie viele haben wir jetzt noch offen? 8 Stück. So. 7 Stück. Oh, da hat's jetzt aufgehört. Geil. So, Kylie ist sexy schon wieder. Okay. Von mir aus gerne. Machen wir auch das. Da hätten wir 36. Hier hätten wir 31. Also fangen wir mal mit der Louise an. Und dann schauen wir mal. 34 kam jetzt da unterm Strich bei raus. Mr. Front. Und der Mr. Deliver. Dann haben wir hier vorne einen Bob. Na, der hat da wenig Chancen, ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hilft alles nichts. Was soll ich machen? Ich muss ja... 43 würde der mir durchhauen, ne? Das tut dann schon ganz schön weh. Ja, komm, mach mal den jetzt mal kurz da. Was bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich werde dieses Match, so wie es aussieht, hier verlieren. Aber wenigstens... Ja, das verliere ich. Da kann ich echt nichts dagegen tun jetzt gerade. Ich könnte jetzt noch versuchen, den in irgendeiner Form ein bisschen auszublocken, aber das funktioniert alles nicht. Keine Chance. No chance! Das Ding habe ich verloren. Aber die Gilde gewinnt und das ist für mich mit das Wichtigste überhaupt. For the Guild, man!
So, dann haben wir hier Capoeira Reginald. Na, da kann ich die Skimaske dann später gleich spielen. Was nicht die schlechteste Wahl wäre. Starfinken Academy ist natürlich auch geil, aber aktuell halt der BGE am Start. Deswegen machen wir es so rum. So. Noch 5. Noch 5 Matches. So, dann haben wir hier wieder den berauschten Legman. Da könnte ich den Mr. Front spielen, aber nein, ich schmeiß den berauschten Legman. Ja. Ich muss den ja gleich da vorne weg haben. Das ist mit das Wichtigste überhaupt jetzt aktuell, dass wir den da wegbekommen. Poopy Face. So, hochkonzentriert. So, noch 4. Gegen Fa Yang. Dann haben wir hier Home Egg Teacher und wie ihr seht, das Ding ballert ganz gewaltig rein. Da ist natürlich den Dr. Bobenstein. Aber mit keiner anderen Combo kriege ich den jetzt gleich down und das zählt aktuell deutlich viel mehr, als wenn ich da in irgendeiner Form versuchen würde. Komm, wir pushen jetzt erstmal von der Seite. Und jetzt setze ich hier noch die Skimaske hin. Ja, das ist ja da vorne, das ist ja uninteressant gegen Fa Yang ist. So, das haben wir auf jeden Fall geholt. So, noch 3 Matches, 19 Minuten sind noch zu spielen. Ich vermute, dass wir auch dieses Match gewinnen, was ziemlich sensationell wäre für Gilde Nummer 2. Das zeigt, auf welch hohem Niveau inzwischen auch dort schon gekämpft wird. Das ist natürlich klar für die jetzt diejenigen, die da bei euch in den vordersten Gilden mit dabei sind, jemanden, die sich jetzt denken, was erzählt denn der da? Ja, hohes Niveau. Aber, dass wir inzwischen schon hier bei einem Matchmaking-Ranking von 110 aktuell auch schon gewinnen, mit, also Gilde 2 zumindest, das macht mich doch relativ glücklich, muss ich sagen. Und, das finde ich gut. Das gefällt mir. So. Skimask gegen, also mit der Tina zusammen. Und dann kommt noch die Louise. Und hier haben wir noch den da. Und jetzt kann ich einfach wegskippen. Wir haben jetzt so viel Schaden da vorne. Wir haben 70 Schaden auf Platz 1. Da passiert überhaupt nichts mehr. Das sieht gut aus. So, weiter geht's. Ja, gegen Monokuma. Die Gilde kannte ich noch gar nicht. Noch nie vorher von gehört. Ja, komm, fangen wir damit an. Ich glaube, das war auch gut so, wenn ich das jetzt sehe, was jetzt dabei rauskommt. Dass ich damit angefangen habe. Ja. Weil durch das Hijack macht er dem richtig Probleme. Jetzt haben wir den Joshua besiegt. Ein Match verloren.
So, und das war's. Jetzt schauen wir mal hier rein, wie es aktuell aussieht. Gegen Monokuma. Joshua war hier der stärkste sogar von denen. 38 haben von denen gekämpft. Bei uns Zardos wieder Nummer 1. Sensationell. 998 Punkte geholt. Convergar 994. Homer J 990. Ritalin 974. Georgios 969. Mobi 962. Dreifuchs 960. Marunga 939. Margoliver 500. 934. Gabriel D 931. Sleepy, X-Strike, Veni, Ililil, dann komme ich. Ein Match verloren. Simal, Manubaya, Mark Foul, Beneathers, Nords, Wovan, Josef, Joan Ricardo, Ruffy, Traffy, Outlaw Deke, James, Fanzinho, BR, Blaze Duterte, Quark Müller, Anderson, Bobob, Raulito, Lord Universe, Badass Charlene, Misanthropic, Suarez, Eisenzwerg, Batman, Slim Chi, Fred der P, Max Max und Andrelo. Ja, 16 Minuten noch zu spielen. Ziemlich gutes Ergebnis, gefällt mir. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Leute, die Glocke und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, man, gleich. Haut's gut. Macht's gut. Bis dann und tschüss.